Ach du Scheiße, ist das viel. Noch nicht wegfahren? Ich hab noch was. Komm, immer noch was. Das ist jetzt schon 3 Etagen beladen, ne? Scheiße. Junge, dass Komm man das mal einfach auf hier vier rein, das Etagen stapeln kann, das ist so schon ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Bausimulator zusammen mit Pascal. Hallo, Sie haben das Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich angeblich auf einer der beiden Seiten hier. Damit sagt mir nicht, welche Seite. Ich nehme einfach den Auftrag an, dann ist es ja markiert. Jo. Wir machen den auf Mittel, wir machen nicht hoch, das ist dumm. Auch wenn das 4,3 Millionen gibt. Ah, dann sitzen wir, glaube ich, morgen noch hier, Ja. Realtime. So, Auftrag angenommen. Und plötzlich ist ja der gesamte Vorplatz verschwunden. Aber war eigentlich ganz hübsch, der Vorplatz. Aber wir machen so wahrscheinlich einen Anbau und einen neuen Vorplatz, ne? So heißt der Auftrag, der Museumsanbau. Ist auch der letzte Kampagnenauftrag, den wir jetzt noch vor uns haben. Bevor es dann an die Abschlusskampagne geht. Da ist das Museum. Da kommt dann so ein Gang rüber, huh? Da wo das blaue Plan dran ist. Ich habe gute Neuigkeiten, was die Fundstücke betrifft. Scheinbar diente das alte Kloster im Wald der verschollenen Frau des Burgherrn als geheime Zuflucht. Vermutlich versuchte sie, gemeinsam mit dem Ritter zu fliehen. Im Moment jedoch müssen wir dringend die Nachforschungen pausieren und den Museumsbetrieb aufrechterhalten, damit uns die Gelder nicht ausgehen. Ich hatte bereits einen Zuschuss für einen Museumsanbau beantragt, der dank des neuen Ritterdenkmals von der Stadt zügig bewilligt wurde. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ach genau. Vielleicht hat das Burgfräulein ja hier das Kloster als Zuflucht genutzt, um vor dem Ritter zu fliehen. Meine ganz neue Theorie. Jetzt kommen hier die Verschwörungstheorien. Und der hat gesagt, man weiß ja nichts hier. Also, ich hole mal wieder den großen Oberboden Bagger. tragen. Ja, wenn man mit dem Lenkrad lenkt und dabei den Stift von seinem Grafiktablett fast umwirft. Umwirft, hast du den irgendwo hingestellt? Ja, der steht direkt daneben. In so einem, ich habe da so eine extra Halterung für den. Ach so. Warum ist mein Schreibtisch ist eigentlich 1,70 Meter breit, aber er ist trotzdem zu eng. Für all das, was ich hier gefühlt habe, es ist schlimm. Aus einer Erfahrung heraus sage ich, dass hier die Rampe hinkommt auf der Seite, hier hinten links. Bis hinter. Ich glaube bis hinter. Und hier links, jetzt ist es rechts hier, ne? Hier auf der rechten Seite. Und hier links, das müssen wir alles wegtragen. Aber willst du wirklich einen Bagger machen? Das ist, du bist ja nur so eine dünne Schicht vom Boden abtragen, ne? Echt jetzt? Der Auftrag heißt Oberboden abtragen. Hm.
fertig. Der Rest hier muss wieder planiert werden. Erdrampe anlegen. So, jetzt wird er gebaggert. Rum, rum. Radlader müsste ich ja auch anfangen können. Ich würde sagen, geh du mal nach ans hintere Ende und tu dort mal, wo dann die tiefere Stelle sein müsste, dort rumbaggern. Mm. Und ich tu mal von hier vorne dann wirklich versuchen, mit dem Radlader nach runter zu fahren. Holst du die Kipper her? Raus. Kommen Sie mal raus. Also Wellemark ist jetzt ordentlich. Ich sag, Sie sollen rauskommen. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Ist auch immer das. Immer wenn ich ein bisschen aufbrausender werde, dann rede ich plötzlich sächsisch. Bauarbeiten liefern. Da brauchen wir einen großen, das passt nicht auf den kleinen. Also wir würden das drauf passen lassen, aber... Ich glaube, der Dings akzeptiert das nicht. Ach du Scheiße, ist das viel. Ist gleich nebenan. Ich habe schon gesehen, dass wir direkt nebenan sind. Bist du da? Ja. Meilenstein-Level, sehr gut. Was mit den Holzpaletten, Bewährungsgittern, die wir brauchen? Das kommt jetzt. Ah, ich habe nur Deckenelemente gesehen gerade. Sehr, sehr viele Deckenelemente. Ich kriege jetzt schon Deckenelementphobie. Bei dem Anblick hier. Brauchen wir Palette Holz oder Holzbalken? Palette Holz wurde gesagt. Soll ich nicht wegfahren? Ich habe noch was. Ich brauche immer noch was. Das ist jetzt schon 3 Etagen beladen, ne? Scheiße. Sind das schon grüne Kisten mit Betonbauteilen? Grüne Kisten? Ja. Da steht Betonschalungen? Magic drauf auf den grünen Kisten. Betonschalungen, die orangenen? Betonschalung? Ja, ich sehe jetzt gerade eine auf Anhieb. Es müssten 6 sein. Wir sind ja auch irgendwo eingebaut. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier gerade eine Betonschalung. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Oder erstmal abliefern und dann schauen wir, was wir da haben. Ja, Junge, dass man das einfach auf 4 Etagen stapeln kann, das ist auch schon ein bisschen... Ja, auf der 4. Etage ist nur eine einzige Palette. Naja, nee, es fehlen noch 6. Also... So. Es hätten noch mehr werden können. Mit ab. Och, Stützhüsen sind blockiert. Hey! Ja, Moment, die Stützflüsse sind blockiert, da muss ich nochmal kurz umparken.
Aber jetzt. Guten Morgen, es wird wieder hell. Yay. Nicht mehr in der Nacht arbeiten. Kannst du mal eine von den Grünen hier rausnehmen? Von den, auf der, nee, nicht die, sondern die daneben. Aber ja, gut. Achso, Moment. Ja, am besten die hier. Welche? Die, über der du gerade schwebst? Ja. Genau die. Dankeschön. Bitte schön. So. Zweimal die Bewährungsgitter. Oder anders, nee, da haben wir schon alle zwei von zwei. Nein, ach, jetzt, das dürfen wir uns aber gießen. Das andere ist nicht von allein gegossen. Das dürfen wir uns aber selber gießen. Lull. Ich überlege, also soll ich den Platz, wo ich hier gerade stehe, willst du den zum für die Gießapparaturen haben oder wo willst du dich aufbauen damit? Ich habe schon überlegt, aber ich weiß gerade gar nicht. Dann nimm mal den Platz, auf dem ich hier stehe. Ich suche mir einen anderen Platz. Ich habe schon einen anderen. Weil hier müsste genügend Platz sein für alles. Ich muss mal schauen, ob ich zwar auf meinen Alternativplatz, ob ich da überhaupt raufkomme bei den engen Straßen, bei meinem Wenderadius. Du schaffst das. Ist so kompliziert hier jetzt das Fahren gerade. Zum Glück ist das Ding hinten mitgelenkt. Au. Oh. Ja, excusez-moi. Ich muss mal ganz kurz hier rausfahren. Das ist nicht so einfach, wie sie sich das vorstellen. Wie ist das denn hier? Weil diese Mülleimer haben eine zu große Hitbox. Das ist schlimm. Ich hab doch ein ausschwenkendes Heck, ne? Oh, warum sind die denn mitgelenkt, die Scheißdinger dahin? Ich schwenke ich doch aus. Das ist doch nervig. Ja, und zwar hier wollte ich mich nicht hinstellen, auf dieses Verbindungsdingens hier. Ach so. Ich so, ob ich hier rumkomme, weil hinter mir sind die Mülltonnen und hier vor mir ist dieser Bauzaun. Ich hätte dir empfohlen, nach vorne fahren und dann rückwärts einschwenken. Hier rein. Ich glaube, das würde besser gehen. Oder du hättest einfach bei der Materialablage geparkt. Das wäre noch einfacher gewesen. Oder? Nein, ich komme rum, ohne an den Poller hängen zu bleiben. Sehr gut. Dafür würde ich aber nur einen Bauzaun hier hängen. Oh, fein gießen sie das hier. Nur wahr? Wipfel über dem Gitter hier. Will ich mit Tom meinen Schuhen haben? Nicht? Nee, das geht immer so schwer abzukratzen. Reicht dein Monatsgehalt nicht aus, um hier jeden Tag neue Schuhe zu kaufen? Nee. Außerdem ist ja auch nicht ökologisch, ne? Ich habe einen Vogel mit einem betoniert. Ja? Er sitzt gerade bei mir, sitzt ein Vogel hier in dem Beton drin. Achso, das ist ja nicht schlimm. Weil es ist ja ein historisches Museum. Wenn sie dann irgendwann mal das Ding hier abreißen, finden sie dann einen einbetonierten Vogel. Das verstärkt ja auch die Konstruktion so, ne? Das ist wahrscheinlich auch prähistorisch dann der Vogel. Was wird das hier? Der versucht mich einzuschließen. Oh Mann! Mal abgesehen davon, dass der Beton hier nicht hoch ist, ja, überlaufen kann, weil er dann das Bewerbungs- Ich mal nur gerne Vierecke hier. Ich war schon so, was ist das, was der hier macht? So, das reicht dann auch. Mehr Beton gibt's nie hier. Das muss gereicht haben. Ein Beton. Ah! Hilfe! Das. Und plötzlich unter meinen Füßen flüssiger Beton spawnt. So, jetzt heißt es wieder abladen. 6 Yippie. Betonschale und einmal Bewährungsgitter.
glaube, du kannst gleich wieder losfahren, weil wir haben nur eine Betonschalung. Also. Abmarsch. Und dann tun sie mal alles auf den Einkaufszettel drauf packen, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch 5 davon. Und die 4 waren, glaube ich, auch noch nicht dabei. Bist du da? Noch nicht ganz. Ich bin nur halb da. Bist du bald da? Moment. Jetzt bin ich da. Kein passendes Transportfahrzeug verfügbar. Dann hast du zu viel ausgefehlt. Dann hätten wir mehr abladen müssen. Immer noch nicht. Ich kann nicht mehr nur die Teile brauchen, die wir wirklich tatsächlich brauchen. Also fahre ich zurück und wir laden ab. Zumindest. Okay, jetzt hat es doch ein paar Bewährungsgitter hier. Betonschalungen random irgendwie. Dann geht es weiter mit Gießen wahrscheinlich. Sollen müssen wir nicht gießen. Och Mann, hätte es nicht die andere Seite sein können? Kann ich nämlich hier schon reingießen. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Oh. Komm ich eigentlich auch wieder raus? Zum Ding? Wo ist denn der Ausgang? Gibt keinen Ausgang. Wie, es gibt keinen Ausgang? Doch, da gibt es eine Tür. Doch, hier da ist eine Rampe, ja. Die Tür habe ich nicht gesehen. Ich dachte gerade schon, ich wäre auch fußlos eingesperrt mal wieder. Okay. Ich muss umparken. Wie bitte? Ich muss umparken. Sie noch weiter ausfahren können? Nee. Nicht um 40% zu erreichen. Moment. Warum gehst du eigentlich jedes Mal aus diesem Betonmischer raus? Ja. Das war gerade mein Plan. Anderer Stellplatz? Eine andere Seite halt. Ja, aber da haben wir nicht so wirklich was da. Und so bitte auf die Straße stellen, den Verkehr blockieren. Jo, genau. Oh, wir hatten da einen Mülltonnen hingestellt, das ist ja nervig. Junge, ich will hier rausbrettern und kann das wegen so ein paar Mülltonnen. Nur 2%, Tobi. Die schaffst du. Such dir doch irgendeinen Fleck aus, wo die Wand nie da ist. So, da wo kein Beton mehr drin ist, dort kommt einfach keine Wand hin und fertig, aus Ende ist das. Jo. Das wird dann ein Open Space. Machen, ne? Oder so eine halbe Wand. So, zack, fertig. Was wollen wir? Halbwände. Wo finden wir halbe? Wo finden wir sie? Im Baumodus. Ah, wir haben zu viel Sims gespielt in unserem Leben. So. Ach, wir dürfen wieder Kran fahren. Hui. Da kannst du tatsächlich auch mal mithelfen. Na, fantastisch. Darf arbeiten. Ich habe mich gerade gefragt, wie die Betonschalungen dorthin gekommen sind, aber die haben wir nicht gestapelt, oder? Ich muss ein Stück zurücksetzen, weil ich stehe hier ein bisschen im Wege. Und du stehst auch noch auf noch einem drauf, also der Anhänger. Der verdeckt einen so ziemlich gut. Echt? Ja, tatsächlich. Stimmt, Tatsache, da in mir drin ist noch blau. Machen wir aber dann danach, weil jetzt ist erstmal eine gute Position so. Ich weiß, wie viele Etagen müssen wir nicht wieder bauen? Wahrscheinlich zu viele. Ich hatte so ein bisschen Hotelbau-Flashbacks. Ja, irgendwie so wie immer, wenn wir irgendwas machen, ne? Mit so Gebäuden. Ja. Oder Tankstelle. War ja das gleiche. Stimmt. Warte mal, bevor du losfährst, ich würde das ganz kurz schon runternehmen. Na, Fahrstuhlschächte haben wir schon. Yay. Ja, jetzt kannst du. Aber ohne zu kratzen, ne? Nee, ich versuche keinen Kratzer reinzumachen. In deine teuren Baumaschinen. Eine Kratzer. Wenn dann nur Beulen. Aber kriegt man eine Beule ohne Kratzer hin? Also. Und wenn man das gut macht? Das wäre dann auch schon wieder eine Leistung.
Oder wenn du mit sehr, sehr viel Karacho gegen ein Plüschtier fährst. Irgendwie sind aber zwei Dingsens. Fahrstühle hier. Nebeneinander. Das hatten wir auch noch nicht. Naja. Wenn der eine nicht da ist, dann kommt der andere. Hätten wir so aus Hotellobbys oder so. In der Regel waren auch so keine so drei, vier Fahrstühle teilweise. Mm. Und sagt der Typ, der in den letzten 5 Jahren gefühlt nur ein einziges Mal in einem Hotel war. Na ja, gut, das war ja Corona-bedingt und so, ne? Ja. Ach du Scheiße. Die wollte ich nicht alle platzieren. Das war ja nur aus dienstlichen Gründen, ne? Fühlst du dich eigentlich krass, wenn du sogar sagen kannst, das war aus dienstlichen Gründen? Naja. Das ist auch für eine Gesundheitsuntersuchung, die ich nicht bestanden habe, die in einer anderen Stadt stattfand. Du kannst auch übrigens gerne auch einen Kran holen. Dafür werde ich jetzt in Zukunft wahrscheinlich Hotel-Reviews schreiben können. Weil, ich meine Ausbildung zur, also die Hälfte der Zeit in einer anderen Stadt habe und dort dann in Hotels untergebracht werde von meinem Arbeitgeber. Wie geil ist das eigentlich? Ja. Na, ich habe eine Freundin, die macht auch bei der Deutschen Bahn Ausbildung und die ist, hat auch eine, denselben Umstand, dass sie auch die Hälfte ihrer Ausbildung in der Stadt dort hat und meinte auch, also nach einem halben Jahr, ich könnte mittlerweile Hotelratgeber sein für die Stadt, also das ist nicht das Problem. Also, du wirst gefühlt jedes Mal auch in einem anderen Hotel einquartiert. Je nachdem, was sie gerade buchen wollen für dich. Da hast du ja selber auch keinen Einfluss drauf. Sind das dann so mittelpreisliche, also so 3 Sterne oder so? Also ich war, als ich das eine Mal dann dort war, war ich in einem 3-Sterne-Hotel. Direkt am Bahnhof, 50 Meter Laufweg, kommt aus dem Bahnhof raus und siehst das Ding direkt. Ich hatte mein Zimmerfenster und auf der anderen Seite war, auf der Straßenseite drüben war der Bahnhof. Konnte ich drauf gucken auf die ganzen Reisen, die da rausgeströmt sind, also. Lage konnten sie bei der Bahn. Lage vom Hotel. Natürlich auch mit Frühstück, ne? Aber du bist halt so ein 18-Jähriger, der frühs in einem 3-Sterne-Hotel alleine am Frühstückstisch dort sitzt. Ja. Es war nur so dezent unangenehm vom Gefühl her. So. Und während ich hier labere und einfach zuschaue, lasse ich dich alleine die Deckenelemente stapeln. Ist auch schön. Ja, ich hab dir schon gesagt, dass du einfach mal einen Kran holen kannst, aber irgendwie hast du da gerade keine Lust drauf. Ne? So ein Zufall. Ja, ich hole mal einen Kran fürs nächste Mal Deckenelemente. Meinst du, das werden wir nochmal machen müssen? Ja, ich gehe davon zumindest stark aus. So, 12 von 12. Und jetzt so? Betonieren. Warum steht nichts da? Warum steht da Deckenelement Beton 12 von 12? Ich brauch Beton. Ja, ich glaube, ich muss gleich nochmal neu rein. Ich glaube, bei mir ist gerade Desync des Todes. Aber gut, das soll es erstmal mit dem ersten Teil der Folge gewesen sein. Und ja, nächste Woche gibt es dann noch den zweiten Teil. Und dann ist tatsächlich schon die finale Folge am Start. Beziehungsweise dran. Ja. Und ja, bis dahin, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.